Hi, Sigrid, hallo. Grüß dich, hallo. Grüß dich. Schön, bei dir zu sein. Dann gucke ich mir mal an, wie dein Haus innen aussieht. Wenn ich das zulasse, ja. Ja. Wie das bei Frauen manchmal so ist, gell? Orientalischen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist von deinem Mitbewohner, oder? Ja? Hat er das mitgebracht oder hier gekauft? Nein, ja? die haben wir, meine Tochter und ich, ihm zum ersten Geburtstag geschenkt. Oh, sehr schön. Zum ersten Geburtstag, den er hier gefeiert hat. Wird immer deutscher. Ja, Deutsch ist gar nichts dagegen. Ja. Ich muss auch sagen, du hast deine Grünzone hier auch schön gestaltet. Also, ist ja wunderbar. Machst du das selbst oder? Ja. Machst du alles selbst? Ja. Okay. Aha, sehr schön. Ja. Das ist auch schön. Das hast du auch gebastelt oder hast du es gekauft? Da hat mir der Malkasten geschenkt damals, als wir. Ich hatte noch mit dem Kuhwand ausgemacht. Ja, liebe Rüsselsheimerinnen, liebe Rüsselsheimer, ich setze meine Reihe fort. Die Reihe heißt Hausbesuche, und zwar Hausbesuche bei interessanten Menschen in interessanten Häusern. Und heute sind wir bei Sigrid Röß. Sigrid Röß ist eine ganz interessante Figur. Ich muss erstmal das hier in die Kamera halten. Das ist nämlich eine Urkunde. Und was steht da drauf? Sigrid Röß, Kulturpreis der Stadt Rüsselsheim für das Jahr 2000. Also wir haben es hier mit einer Kulturpreisträgerin zu tun. Und wie immer, darum geht es ja in dieser Reihe, einmal die Personen vorzustellen, aber natürlich auch zu fragen, welche Rolle spielen solche Menschen für die Identität dieser Stadt? Die Identität unserer Stadt Rüsselsheim. Jetzt wollen wir aber erstmal etwas über die Person erfahren. Und da geht es schon sehr interessant los bei dir, Sigrid, nämlich die Geschichte, wie du auf die Welt gekommen bist. Das musst du jetzt mal erzählen. Gut, dann versuche ich das in Kürze. Ich bin 1940 geboren, also das erste Kriegsjahr. Mein Vater war im Krieg. Meine Eltern wohnten zu der Zeit in Frankfurt und die Eltern meines Vaters in Raunheim. Da war mein Opa Schmied. Und dann ist meine Mutter, weil sie alleine war, zum Zwecke meiner Geburt und weil die Hebamme drei Häuser weiter wohnte in Raunheim, nach Raunheim gefahren. Und deshalb bin ich in Raunheim geboren. Also bist du eigentlich ein Raunheimer Mädchen? Eigentlich ja. Aber du bist nur da geboren, muss man sagen. Ich bin nur da geboren. Wir haben zu der Zeit in Frankfurt gewohnt, haben auch später dann wieder in Frankfurt gewohnt, bis zur Evakuierung. Weil wir in der IG Farbensiedlung wohnten. Mein Vater war dort beschäftigt und wir waren innerhalb dieses Sperrgebietes, was also um Eisenhowers Hauptquartier, der im IG Hochhaus da einquartiert war, gezogen war, mussten wir innerhalb von 2 Stunden die Wohnung verlassen und sind dann irgendwo nach Oberhesse aufs dickste Land. Mhm. Aber irgendwann ging es dann in Rüsselsheim los und ganz wichtig, du bist in Rüsselsheim zur Schule gegangen. Ich bin in Rüsselsheim 9 Jahre zur Schule gegangen, auf die Kantschule ab 1951 und habe dort im Jahr 1960 Abitur gemacht. Und dann hast du einen Lehrer kennengelernt, der eine ganz besondere Rolle in deinem Leben gespielt hat. Jawohl, der hat bei uns Physik unterrichtet. Es war eigentlich einer der wenigen, oder von 2 jüngeren Lehrern an der Schule. Und der hat mir irgendwann beigebracht, dass man das Physik sogar verstehen kann. Und ich war im mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig. Das war aber damals eine Entscheidung für oder gegen Latein. Mhm. Und nicht unbedingt, weil ich mir das jetzt so wahnsinnig viel Spaß gemacht hätte. Aber es war dann so, dass ich das sogar kapiert habe und dann auch sogar manche physikalische Ableitungen herleiten konnte. Und dann habe ich halt 1961 geheiratet. Warum auch nicht? Ne? Wenn jemand gut erklären kann, das ist doch mal ein Grund, mit dem auch mehr Zeit zu verbringen. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, Sigrid, jetzt kennen viele Menschen dich über deine Kunst, ja, was du machst. Erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist, was du machst, ja. Und dann hast du dich ja nicht nur selbst drum gekümmert, sondern du hast das sozusagen auch mitgeholfen zu organisieren, sozusagen umzusetzen, dass auch die anderen Rüsselsheimer Kunst und Kunsthandwerk wahrnehmen können. Da musst du jetzt was erzählen. Ja, ich habe mich dann, als die Kinder etwas größer wurden,
Und ich eben auch zu Hause bei ihnen sein wollte, damals gab es noch keine Ganztagsschule oder hätten wir auch nicht gewollt, habe ich mich hier... Du hast zwei Kinder. Ich habe zwei Kinder, ja. Eine ist 1962, der Sohn geboren, und die Tochter 1964. Und die sind auch beide auf die Kantschule gegangen, weil es praktisch war, mit dem Papa mal zum Bus, mit dem Auto zu fahren. Und dann habe ich mich hier zu Hause angefangen, mit Kunsthandwerk zu beschäftigen, weil ich, ja, es liegt vielleicht auch ein bisschen in der Familie. Ich mache sehr viel Schmuck. Meine Mutter kommt aus Hanau und die halbe Familie war Goldschmied. Mhm. Meine Eheringe zum Beispiel hat ein Cousin von ihr gemacht, der später in Brasilien mit seinem Schmuckkoffer leider ermordet wurde. Mhm. Okay. Und also das war die eine Richtung. Und die andere Richtung war, wie gesagt, der Opa aus Raunheim, der die Schmiede hatte, der also den Bauern die Wagen repariert hat. Der Handwerker, Und die Pferde beschlagen hat. Ja. Und die waren dann bei uns im Hof angebunden. Und ich durfte immer auf dem Rücken des Pferdes sitzen, solange der Opa die Pferde beschlagen hat. Und das war wunderschön. Und das erste Spielzeug, was ich hatte, es gab ja damals nichts. In Raunheim gab es den Leimkühler, der hat mir der Opa eine lederne Schmiedeschürze machen lassen und hat mir einen kleinen Amboss in den Hof gestellt. Mhm. Und da habe ich gehämmert. Ja, Sigrid, ich habe jetzt nochmal eine Frage zu deiner Kunst, und zwar im Zusammenhang mit der Stadt, in der du lebst, nämlich unserem Rüsselsheim. Ja? Und da ziehe ich jetzt mal etwas hervor hinter dir. Das ist ja zum Beispiel ein Bild, das du gestaltet hast. Ja? Und wir haben deshalb ausgewählt, das ist jetzt nichts Typisches für dich, aber es hat was mit Rüsselsheim zu tun. Nämlich, natürlich ist das hier der geübte, schauende sieht natürlich, das ist die Festung, Eingangstor. Ja? Und damit verbunden Kunst, jetzt der Übergang Rüsselsheim. Was bedeutet für dich Rüsselsheim? Was bedeutet für mich Rüsselsheim? Rüsselsheim war die Stadt, die mir eigentlich diesen Start in die Kunst, Kunst ist ein bisschen hochgegriffen, ich bezeichne mich eigentlich als Kunsthandwerker und vielleicht auch als, nicht immer unbedingt Malerin, weil das eines der wenigen Bilder ist, die einfach nur mit Pinsel und Farbe gestaltet sind. Ansonsten arbeite ich viel mehr mit Materialien, mit Papieren und so weiter. Angeregt durch die Ausstellungen in Frankfurt, im Römer, wo jedes Jahr in der Weihnachtszeit Ausstellungen von Frankfurter Künstlern waren, habe ich dann hier in Rüsselsheim so etwas aufbauen wollen. Ja. Und durch die Hilfe am Anfang von meinem Mann, der an der Kantschule war, haben wir gemeinsam, ich habe ein paar Mitstreiter gesucht aus der VHS, also die waren dort Dozenten im kunsthandwerklichen Bereich und auch andere, die freigearbeitet haben. Und da haben wir zuerst mal mit knapp 20 Ausstellern den ersten Kunsthandwerkermarkt in der Aula von der Kantschule gemacht. 1976, und alle Rüsselsheimer wissen, wie die dann im Laufe der Jahre angewachsen sind. Ich habe das 25 Jahre organisiert mit Hilfe von der Ilse David, die dann, als es größer wurde, konnte man das nicht mehr alleine machen, was da alles so an organisatorischem zu machen war. Und wir hatten dann im Sommer 110, 120 Aussteller, im Winter in den Festungskellern, dann so um die 100. Und diese Festung, die hat uns der damalige Kulturdezernent Gerhard Löffert nahegebracht, weil er hat uns dort mit hingenommen und hat gesagt, guckt mal, das wäre doch für euch eine Umgebung. Mhm. Und das war natürlich wie das Aha. Dann, und so sind wir auch mit den Renovierungen in der Festung sind wir mitgewachsen. Zuerst waren wir in diesem kleineren Keller unter dem rechten Flügel, und als der große Keller auf der linken Seite, praktisch die zwei Keller, als die fertig renoviert waren, habe ich gefragt, ja, können wir denn da auch rein? Ja, natürlich könnt ihr da auch rein. Dann sind wir umgezogen von dem kleineren Keller in den größeren. Und so sind die Märkte gewachsen, weil ich dann immer auch gesehen habe, wenn da, was da schon an Möglichkeiten war, dann bin ich mit meinem Mann auf andere Märkte gefahren, habe auch noch andere Aussteller gesucht, dass wir genügend Leute bekamen. Und genauso ging das dann im Sommer. Früher haben wir die Sommermärkte im Festungshof gemacht. Und dann wurde im Festungshof irgendwann mal gebaut, der Festungshof neu gemacht, und dann sind wir in den Graben. Und dann gab es dort Rangeleien. Vorne wollte jeder stehen, und wenn das ging dann so, sagen wir mal,
auf der linken Seite, bist du kurz in das Bootshaus. Oh nee, dahin will ich aber nicht stehen. Ja, ja. Ja, was habe ich dann? Habe ich überlegt. Dem kannst du nur aus dem Weg gehen, wenn du den Graben schließt. Also es müssen so viele Aussteller bei, dass der Graben geschlossen ist, dass du praktisch nur zwei Anfänge hast. Du kannst entweder nach rechts oder nach links runter gehen, triffst dich hin in die Mitte und kommst auf der Seite wieder raus. Mhm. Das war auch das, was mir am Graben gut gefallen hat. Es durfte zwar nicht viel regnen, weil man dann dort mit Gummistiefeln laufen muss, dass du so eine überschaubare Örtlichkeit hattest. Der Stadtpark ist auch wunderschön, du kriegst nie schlammige Füße. Aber da gibt es so viele Wege, dass du, wenn du jetzt hier angefangen hast und dahinter fertig bist, nicht weißt, ob du alle Aussteller und alle Wege jetzt gesehen hast. Mhm. Ja. Gut. Aber deshalb ist Rüsselsheim und diese wunderschöne Umgebung in der Festung, für die ich mich einfach fürchterlich begeistern konnte, ist da für mich ganz, ganz impulsgebend auch, diese Örtlichkeit. Ja, ja, ja. Zwei Sachen nochmal, vielleicht nochmal kurz. Du bist aber auch geprägt durch die Zeit, Stichwort Idiotenrennbahn, ja, ja. Wie es in den 60er, 70er Jahren, wie es pulsiert hat in Rüsselsheim. Wie? Ja? Das kannst du vielleicht nochmal schildern. Und dann fände ich nochmal ganz spannend, nochmal für dich ganz persönlich, du hättest ja auch weggehen können aus Rüsselsheim, aber ich glaube, das war für dich nie eine Option. Nein. Gell? Nein. Du bist ja verbunden mit dieser Stadt. Das war nie eine Option. Das ist deine Stadt. Ich bin verbunden mit dieser Stadt. Das ist ich bezeichne mich auch eher als Rüsselsheimerin, weil, wie gesagt, schon mal diese ganze neunjährige Schulzeit, alles, was damals kulturell gelaufen ist. Obwohl in Raunheim geboren. Jawohl. Ja, ja. Aber sag mal was zur Idiotenrennbahn, wie du das die Zeit damals so wahrgenommen hast. Auch als Kind, du hast da auch gejobbt oder was war da, hast du mal erzählt, ja? In der Innenstadt, da hast du irgendwo geholfen. Was war denn das, was du erzählt hast mal? Da hast du irgendwo ausgeholfen oder habe ich das falsch verstanden? Egal. Nee, hast du falsch verstanden. Habe ich falsch verstanden, okay. Also ich habe nie irgendwelche Jobs gemacht während der Schulzeit. Ja. Solange ich da war ja die Kantschule noch in der Schulstraße. Ja, 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 ja. Also das bedeutet mitten in der Stadt. Ja. Und wenn du da ein paar Schritte gemacht hast, warst du vorne an der damaligen Darmstädter Straße und da hast du gesehen, wie mittags ab 12 hier, da hat wirklich der Bär getanzt, wie wir es vorhin gesagt haben. Da sind Tausende von Leuten, vom Schlipsträger bis zum Mann mit dem Blaumann oder die Sekretärin, die noch mal schnell was einkaufen gegangen ist oder so. Da war die Stadt einfach voll. Voller Leben. Ja. Und dann ist man ja auch irgendwann dazu übergegangen, dass man diese zwei Straßen gesperrt hat und zur Fußgängerzone gemacht hat. Das war zu der Zeit, als ich in die Schule gegangen bin, noch nicht. Da war noch alles offen. Da war noch alles offen. Jetzt haben wir noch da gab es noch die Schwarz Anna, das war ganz wichtig. Okay. Ja. Das musst du erklären, das musst du erklären. Die Schwarz Anna, das war in der Grabenstraße. Hier auf der Ecke war ein Kino, das hieß, glaube ich, das UT. Da gab es ein UT, gab es Schauburg und gab es das Rex. Und hier kommt die Schulstraße raus, da war das UT und hier fing die Grabenstraße praktisch an. Mhm. Ja, und da war auf der rechten Seite, da wo jetzt halt das große Haus steht, wo die Bäckerei und das alles drin ist und wo es dann letztes Mal gebrannt hat, die abgebrannt ist, da war die Schwarze Anna. Ach ja. Da gab es ein paar Stufen hoch und da sind unsere Jungs alle, wenn irgendwas war, wenn Arbeit schwänzen musst oder sonst irgendwas oder irgendeinen Kummer erst säufen musst, ist mir zur Schwarze Anna gegangen. Zur Schwarze Anna. Sehr schön. Schöne Geschichte, ja. Jetzt habe ich noch zwei kleine Sachen. Das eine ist ein bisschen eine Randgeschichte, aber trotzdem finde ich es interessant und es passt zu deiner Persönlichkeit, finde ich. Du hast jemand Unterschlupf gewährt. Ja, erzähl das mal kurz und knapp. Wem hast du, warum, wo Unterschlupf gewährt? Ich habe einem syrischen Flüchtling Unterschlupf gewährt, weil ich hier in 150 Quadratmetern alleine war. Ich habe mich gefürchtet und da war jemand, der unbedingt ein bisschen Schutz und ein bisschen Hilfe gebraucht hat. Also wir sagen es mal so, er hat Mama gesucht und ich habe hier geschrien. Also neudeutsch sagt man da Win-Win-Situation. Genau. Genau, sehr gut. Absolut, das trifft es. Und er wohnt jetzt in deinem ehemaligen Atelier? Er wohnt in meinem ehemaligen Atelier, Das wurde ein bisschen umgebaut und macht hinten seinen Garten und macht auch hier vorne, hilft mir viel beim Garten. Muss ich nur immer aufpassen, dass er nicht zu ordentlich macht. Ja. Muss ich immer sagen, dann halt hier, die Eck bleibt wild, so wie es die Mama will. Und dann darfst du ausgraben. Ja,
Wunderbar. Jetzt habe ich noch einen letzten Punkt. Also erstmal, wir sind ja hier in deinem Haus, das voller Kunstwerke ist und Kunsthandwerk ist. Du hast gesagt, über 40 Bilder hängen hier allein, aber auch alles, was du sonst so gestaltet hast. Ganz toll. Aber du musst mir jetzt noch einen Begriff erklären. Und ich sage nur auf Hessisch, ja, die Topflappe-Häkler. Das musst du mir noch erklären. Wer sind die Topflappe-Häkler? Die Topflappe-Häkler. Topflappe. Ja, die war nicht echt hessisch. Die Topflappe-Häkler. Die Topflappe-Häkler. So wurden wir bezeichnet, als wir, Gerhard Löffert hatte uns als kleinen Ausstellungsraum die Kemenate, also wir haben die Kemenate getauft, die ehemalige Wachstube in der Festung, gleich links, wenn man reinkommt. Wenn man im Torboge sozusagen. Im Torboge, ja. Angeboten und wir haben die hergerichtet und haben da mühselig Mauerreste, die da eingemauert waren für eine Bar und so weiter, die haben wir alle rausgekloppt und haben das alles sauber gemacht, haben es gestrichen. Und waren viele, viele Jahre dort zu wechselnden Ausstellungen drin. Es war immer mit Bildern etwas schwierig, weil es immer etwas feucht war. Und um die aber bespielen zu können, mussten wir ein Verein sein. Mhm. Und da so Künstler und Kunsthandwerker meistens nicht so aschgut im Verein auf übliche Art und Weise unterzubringen sind. Ja. So festen Strukturen. Ja, keiner von uns hatte Lust, einen Vorsitzenden zu machen oder was mich nicht daran gehindert hat, dann 10 Jahre später den Gesamtvorsitz vom Malkasten übernehmen zu müssen, weil es keiner sonst machen wollte. Und dann haben wir uns dem Malkasten angeschlossen, der damals im Wesentlichen, das war ja einer der Gründungsmitglieder, war Dieter Ritzert und dann der Seib, der Wilhelm Seib, der Kunstlehrer, glaube ich, an der Parkschule oder irgendwo war, ich weiß es nicht. Also, oder der Schmalhausen, Kunstlehrer an der Planckschule. Also das waren alles die sogenannten akademischen Maler. Ja. Und wir haben uns dann dort als geschlossene Gruppe angeschlossen an diesen Verein, weil einfach die Vereinsstrukturen waren. Aber wir waren halt immer für diese akademischen Herren nur die Dopplerbehäkler. Die Dopplerbehäkler. Gut, dass wir das erklärt haben. Okay, ja, Sigrid, ich sage erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Vielen Dank auch für die Geschichten, die du uns jetzt hier erzählt hast. Und ja, wie du Rüsselsheim siehst, das ist mir immer wichtig bei dieser Reihe. Ich finde es hier ganz toll. Dein Haus ist sehr lebendig. Hier fühlt man sich direkt wohl. Das ist eine ganz tolle Sache. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch an Achim Weidner, der hier die technische Umsetzung gestaltet hat. Und ich freue mich schon auf den nächsten Hausbesuch. Da darf man sich überraschen lassen. Tschüss.